sehr aus dem Raum. Und grüß euch, die Buben. Ja, wie es an den Eingangbildern gesehen hat, es ist heute neblig. Darum bin ich extra raus. Ich habe mir auch vorgestellt, es ist da noch nebliger. Leider ist dem nicht so. Altert man einen dichten Nebel, ein bisschen mystisch, wisst ihr, wie das ist. Aber okay, ist halt nicht so. Gut, was habe ich heute vor? Ich habe mein Taper mal mit, das möchte ich mal aufspannen. Mal schauen, wie das ausschaut, weil ich habe das auch ganz neu. Und ist quasi meine erste Tour im Pensionsabschnitt. Ja, Kleinigkeit, Würsteln habe ich wieder dabei, meine Lieblingswürsteln. Weiß ich noch nicht, haue ich mir sie übers Feuer oder haue ich es in die Pfanne. Lass ich mich überraschen, aber jetzt ziehe ich mal wieder ein bisschen nach meinen Dschungel und dann schauen wir, was sich entwickelt. Also, gehen wir. Wow, da ist ganz schön was runtergebracht. Der ist von dem da hinten, der ist umgefallen. Die Bruchstellen schauen noch relativ frisch aus, also sehr alt sind die noch nicht. Ja, sollte man halt immer aufpassen, wenn man in so einem Wald einmal rumgeht. Gut, jetzt, heute ist kein Winter, wird nicht viel sein, aber immer Auge haben. Ja, alles voller Lianen. Ich warte eigentlich nur mehr, bis der Tarzan vorbeikommt. Gut, die Jane war mir lieber, aber das ist was anderes. Wow, den hat der Specht auch schon ordentlich gesledert. Der hat sich da umschauen gelernt. Der ist fast am Fallen. Aber das ist alles frisch. Da hakelt er ganz schön dran, der Spechtlinie. Schaut mal, wie viel da Kreuz und Quer liegen. Alle mit Moos überzogen. Das schaut so super aus. Urgeil. Gefällt mir. Auf das stehe ich. Ah, diese Schwammerln. Schauen so schön aus. Da sind schon ein paar runtergefallen. Wahrscheinlich hat da schon wer Kost drauf. Oder die fallen von der Lauer. Auch möglich. Ah, da liegt der nächste Baumriese. Gigantisch, was da für Kraft dahinter ist, wenn der umfällt. Schaut euch das an. Alles frisch umgehoben. Das war sicher Wildschweinerl. Das ist da noch komplett frisch. Also ich sehe da noch ein paar Trittspuren, eben von einer Schweinerei. Eindeutiger Wildsau. Naja klar, wer macht sonst solche Löcher? Geil. Also in dem Wald, da war ich jetzt sicher schon ein paar Monate nicht erinnern. Und das ist ein Wahnsinn, wie viel da umgefallen ist. Alles relativ neu, Bruch. Gigantisch. Ich glaube, wenn wir es jetzt da gemütlich machen, ich will auch keine Feier heute machen. Da hinten habe ich ein paar Leute gehört, die dürften auch spazieren gehen. Ich bin nicht allzu dicht im Wald herinnen. Also ich schätze, vom Weg bin ich gut entfernt, so 1,5 Kilometer, aber man hört halt der verdammt weit. Und na, wie gesagt, ich will keine Feier machen. Ich lasse das Taper angespannt, ich mache mir heute meine Würstel im Pfandl. Ja Freunde, in der Zwischenzeit habe ich mir gemütlich aufgebaut. Ja, aber was gibt es heute wieder? Ja Freunde, meine Waldviertler natürlich. Die will ich mir heute einmal wieder machen. Dann habe ich noch ein Stückchen Brot dazu, natürlich ein Händelmeier, wie es sich gehört. Und dann habe ich noch so eine Frühlingszwiebel und natürlich was Leckeres zum Trinken. Wobei, Durst habe ich jetzt schon. Aber dann machen wir sich das Ganze halt heute mit dem Pfandl. So, wir schneiden die mal ein bisschen ein. Dadurch gehen die auch viel schöner auf und werden auch geschmackiger. Ja, einmal durch. Das auch. So, und jetzt hauen wir es einmal ins Pfandl. Ja, aber bevor wir jetzt da großartig anfangen, werden wir noch schnell ein Grillzangen schnitzen. Dann kann ich die Würste dann schön umdrehen. Ja, bin ich wahrscheinlich eh gleich fertig. So, fertig ist mein Grillzangen. So, die ist mir auch gut gelungen, glaube ich. Schaut edel aus, oder? Ja, aber jetzt ist es einmal soweit. Und jetzt gleich Brot um. Ja, optimal ist so die Darmfärbung. Muss ich ehrlich gesagt, muss ich korrigieren. Hat nicht so hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Hat zwar am Anfang schön funktioniert, aber gut, ich habe jetzt wieder alles ausgerieben und von daher. Aber macht nichts. Ist halt so. Aus Fehlern lernt man. Ja, mein Papi ist fertig. Schauen ein bisschen extrem aus, stört mir aber ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich hab das ganz gern, wenn die dunkler sind. Und von daher, sag ich mal, ist mir das ziemlich egal. Ich werde dann sowieso wieder abbeißen. Ja. Also die sind auf alle Fälle exquisit, muss ich sagen. Ja. Gewaltig. So da. Das war's. Ja, er regt sich das auf. Wow. Herrlich, und auf jeden Metz frei brauche ich eigentlich nicht sagen. Ne? Los geht's. Ja, von dem Pfandl, von den Titanen bin ich enttäuscht. Das hat so nicht hingehauen, wie man das vorgestellt hat. Ja, in dem Sinn wieder an meine Krankensesseln gesund werden. Schaut, dass rauskommt. Das Wetter wird top. Und natürlich auch ein Gruß an alle anderen. Prost, Freunde. Herrlich. Ich glaube, da brauche ich heute noch einen zweiten. Ja, vielleicht spanne ich meinen Tab dann da noch irgendwo auf. Ist ja wurscht, nur dass ich einmal sehe, wie es ausschaut. Wie gesagt, ich habe es noch nicht einmal ausgepackt gehabt. Ja, ich meine, ausgepackt schon, aber noch nicht aufgeholt. Naja, vielleicht spanne ich es da hinten ein bisschen dazwischen, die Bäume da rein. Wie gesagt, nur zum Schauen, wie es ausschaut, wenn es aufgebaut ist. Ja, ich schaue mal, vielleicht finde ich wo einen Platz, wo ich das Tapissche aufbauen kann. So, mein Ritschlein ist gespannt. Da will ich jetzt einmal meine Tab aufhalten. Ich weiß, ich habe gesagt, ich halte nichts mehr in die Kamera, aber das ist das die Super Light Tab. Das habe ich mir gegönnt, das 3x3, also 3x2,9. 2,9, weil es die Bauern nicht Prada gibt. Aber wie wir dazu könnt ihr euch bei allen anderen anschauen. Ja, das ist jetzt das Super Light Tab. 3x2,9, ich habe das jetzt noch mal ein bisschen aufgespannt. Macht sie ganz gut. Es ist auch, ich habe mich für braun entschieden. Das ist mir einfach lieber als wie das grüne. Und ja, ich denke, das schaut ganz gut aus. hat genauso wie das normale Titi da 19 Abspannpunkte. Und ja, wird man für ein paar Overnighter wahrscheinlich dienen. Und in der Größe hat man auch wesentlich mehr Platz darunter, würde ich mal sagen. Und ja, bin ganz zufrieden. Es glänzt ein bisschen, was mir aber ja auch nicht unbedingt stört. Ist eigentlich wurscht. Gut, jetzt baue ich es wieder an und das soll es gewesen sein. Ja, Freunde, habe ich das Tab noch alles aufgespannt. Und vorher habe ich noch die zwei Wildschweinerl durchrennen gesehen. Jetzt weiß ich auch warum. Weil ich das Tab fertig aufgebaut gehabt habe und die Kamera angedraht habe, kommt dann aus dem Wald raus. Also aus dem Dickicht raus. Der dürfte ich aufgescheucht haben. Jetzt habe ich mit dem noch ein bisschen plaudert. Oder sich das Tab noch angeschaut, was ich halt mache und so. War ein älterer Mann, wahrscheinlich Pensionist, eben nicht gefragt. Aber hat ihm recht gut gefallen, das Ganze. Haben wir gute 20 Minuten plaudern. Ja, und jetzt brauche ich eigentlich noch einen Kaffee. Und da mache ich mir jetzt gleich mal ein bisschen mehr. Ich habe einen Urguster jetzt auf ordentlich Kaffee. Mache ich mir so eine Tassel voll. Ah, auf den freue ich mich schon wieder. Ich habe einen ordentlichen Guster. Ja. Jetzt mache ich mir einen Filterkaffee. Habe ich sowieso alles dabei. Habe ich auch in meiner Beschreibung unten immer wieder drin. Die sind optimal. Also wenn man nicht unbedingt aus der Bialetti will, diese Filter sind super. Machen wir so drüber. Da passt jetzt der Kaffee schön rein. Das duftet, kann ich euch sagen, bis zu narrisch. Vom Feinsten. Ja, das ist schon mal ein ordentlicher Boot voll. Das gefällt mir schon mal wieder ganz gut. Ja, zum zweiten Mal Prost an alle. Ja klar, kein Bialetti ist nicht, aber das geht. Ja, vielleicht nehme ich in Zukunft wieder mal Ferrari Bialetti mit, die rote. Das sind dann 3 Tassen, gut, 3 Tassen für Bialetti ist ja Furz im Wald quasi, aber er ist einfach besser, da fährt die Eisenbahn drüber. Aber er ist nicht schlecht, muss ich so sagen. Also für das auf alle Fälle um 100 Mal besser als wie die Kaffees in die Tütchen. Ja Freunde, so, das ist einmal wieder was Gepflegtes. Ja, ich kann euch nur sagen, das genieße ich jetzt ordentlich. Die Benz ist was Geiles, das kann ich bestätigen. Mann, okay, ich bin in Urlaub, ja, aber trotzdem. Naja, wurscht. Ich werde jetzt trotzdem schön langsam austrinken. Ah, geil. Ich freue mich schon so aufs Frühjahr. Dann gerade ein paar Schwäne vorbeigeflogen. Gar nicht zischen, da mal dumm. Echt geil. Enten, alles Mögliche. Ja, seht ihr, heute mal wieder mit Stuben unterwegs. Aber so, putzi wie immer. So, passt, gehen wir. Da war alles frisch umgehoben. Das ist sicher alles von heute. Da haben sie sich die ganzen Pflanzen rausgeholt, die Wurzeln. Mit ein bisschen ein Magigeruch in der Nase. Wieder waren sie da gerade oder sind irgendwo unterwegs. Gut, da hinten will es jetzt gar nicht mehr stehen, ich gehe Richtung Auto wieder. Aber sind da gewesen, auf alle Fälle. Ja, Freunde, das war es einmal wieder von der Tour. War wieder ein super Tagerl. Gut, ich werde mich von euch wieder verabschieden. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und servus die Malen und pfiat euch die Buben.